Guten Morgen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Der letzte Tag war etwas komisch. Es war der Tanztag. Oder dieses komische Tanzfest da. Welches? Naja, es hatte homoerotische Anzeichen, aber es war da doch alles. Es ist nichts eingetreten. Wobei, einer hat mich ja schon angemacht, das muss man ehrlich sagen. Aber ich konnte abblocken. Aber er hätte sich's vorstellen können und hat mir das sogar mehr oder weniger für nächstes Jahr angeboten. Naja, es gibt ja eine, die fand ich sehr sympathisch gestern. Das war nämlich die... Moment. Meine Nase juckt. Das ist blöd, wenn die Nase während der Aufnahme juckt. Wer war denn mir gestern sympathisch? Ich weiß es nicht mehr. Maru ist ledig. Das ist doch geil. Maru? Wo wohnt Maru? Ich will Maru besuchen und mich bei ihr einschleimen. Und dann schaue ich im Internet, was sie mag. Dann schenke ich ihr ganz viel Zeug von dem, was sie mag. Und dann werden wir beste Freunde. Wo wohnt denn die Alte? Maru! Schwester Maru! Hä, wo ist denn die? Emily Haley. Jodi kennt Sam. Jodi kennt Sam, genau. Ich kenne die Sam und ich heiße Jodi. Mani, Lea. Hä, wo wohnt Maru? Der geile Hof? Haltestelle? Was ist da? Wohnt da Maru? Ah, da wohnt Maru. Okay. Das ist die Frau vom Demetrius. Deshalb ist sie auch so... die Tochter, Entschuldigung. Deshalb ist sie wahrscheinlich auch so dunkel. Ist okay. Die werde ich besuchen. Ich weiß halt nicht, was sie mag. Also, ihr Vater ist ja so ein Forscher. Vielleicht mag sie dann irgendwas, was mit Forschen zu tun hat. Was hat denn mit Forschen zu tun? Vielleicht irgendwie so ein Stein, so ein Amethyst aus der Höhle. Den schenke ich ihr mal. Vielleicht mag sie es. Vielleicht mag sie es nicht. Ich kann auch einfach cheaten und im Internet nachschauen. Das werde ich wahrscheinlich auch machen. Alter, nicht wieder der. Kann man den irgendwie verkaufen oder verschenken oder adoptieren? Er nervt. So, das hier noch, das hier, das hier, das hier, komm schon, das hier, das hier. Und dann werde ich jetzt gleich cheaten mit euch zusammen. Und zwar, ich gehe hier auf Pause, öffne Google Chrome. Oh, Google Chrome ist schon geöffnet, unglaublich. Dann Monitor, Chrome Aufnahme, so. Genau. Maru heißt sie, ne? Die heißt Maru. Stardew Valley Maru. Stardew Valley. Da gibt es auch ein deutsches Wiki. Naja, egal. Wir schauen jetzt mal hier. Also, was mag sie? Was liebt sie? Batterien? Das Teil. Ah, wie heißt denn das nochmal? Cauliflower. Was ist ein Cauliflower nochmal auf Deutsch? Ich weiß, was das für ein Teil ist. Löwenzahn war das nicht. Blumenkohl. Ah, okay. Ja, Blumenkohl. Wir lassen ja gerade Blumenkohl wachsen. Perfekt. Das ist cool. Diamanten. Klar. Gold. Iridium. Ach du Scheiße. Okay. Sie mag Erdbeeren. Wir haben doch Erdbeeren. Ich schenke jetzt eine Erdbeere und dann in den nächsten Tagen so ein Blumenkohl. Okay. Dann haben wir das auch. Sehr gut, dann switche ich wieder zu Stardew Valley für euch. Wunderbar. Okay, dann schenken wir jetzt eine Erdbeere. Wunderbar. So, eine Erdbeere für Maru. Perfekt. Und ich weiß noch nicht, was ich heute machen werde. Vielleicht mal wieder angeln. Ich glaube, angeln wäre cool. Kann ich das hier wegmachen? Ich kann es wegmachen. Perfekt. Ich hoffe, Maru ist jetzt zu Hause, sonst wäre ich sehr enttäuscht. Oder vor ihrem Zuhause irgendwo da halt. Ne, Erdbeere bekommt sie und dann bald einen Blumenkohl. Weil Blumenkohl ernte ich dann mehr. Wisst ihr, das, ja. Wobei, Erdbeeren sollten jetzt wahrscheinlich auch noch in den nächsten 3 Tagen wachsen. Hoffe ich zumindest. Das fände ich sehr angenehm. So, Maru. Wo ist die geile Maru? Hier nichts. Maru, meine Liebe. Ich mag die Maru. Maru. Wo bist denn du? Huhu, Maru, wo bist du? Kann ich hier lang? Kann ich da rein?
spät abends. Wo gammelten die Alte rum? Jetzt darf ich noch im Internet schauen, wo sie ist, oder? Okay. Dann cheaten wir nochmal. Moment. So, Mario Stardew Valley. Genau, da ist nämlich auch ihr Tagesverlauf. Das seht ihr jetzt nicht, ist aber egal. Und zwar Location, das war doch gerade da, wieso ist das jetzt weg? Jetzt finde ich das hier nicht, was soll denn das? Alter Leute. Hier, Spring. Wir haben 10 Uhr, da ist sie im Labor. Ab 10.20 Uhr ist sie im Labor. Okay, das ist gut. Und ab 1.30 Uhr geht sie zum Salon. Ich glaube, das ist die Kneipe. Ja, das ist, ich glaube, das ist die Kneipe, genau. So, wir warten jetzt noch 10 Minuten. Und dann soll sie im Labor sein. Das Labor ist wahrscheinlich das hier. Maru, ich habe eine Erdbeere für dich. Da ist das Labor, oder? Ich glaube schon. Wir haben 10.20 Uhr, sie kommt nicht. Was soll das denn jetzt? Schwester? Wo bist denn du? Da gammelt der rum, das ist okay. Als ob die jetzt nicht kommt. Hat die ja donnerstags irgendwas anderes vor? ...10.20 Uhr früh, Lab, also Labor. Oder 13.30 Uhr, heading to bench south of the saloon. Dann warte ich halt bis 13.30 Uhr, bis sie in der Kneipe ist. Dann läuft das schon. Wir haben ja Spring. Spring ist Frühling, das haben wir ja. Genau, klar. Man hat hier überhaupt Geburtstag, da könnten wir auch mal schauen. Dann kann ich mich bei ihr richtig beliebt machen. Die ist nicht da. Wo ist deine blöde Tochter? Ich bin verliebt in die, verstehst du mich? Vielleicht ist er jetzt auch schon in der Kneipe. Vielleicht war das ihr gestern ein bisschen zu viel und sie will das vergessen und sich jetzt besaufen. Das könnte auch sein. Wir schauen mal. Tralala, Salon ist das hier, oder? Genau. Du bist die Alkoholikerin, verdammt. Ist sie jetzt schon da? Maru. Oh, hier ist niemand, lol. Zum Aru. Nicht da. So, ich gehe mal lieber, bevor er mich entdeckt. Dann denkt er, ich hätte was gestohlen. Das muss ja nicht sein. Jetzt gehen alle rein, oder wie? Nee, ich dachte gerade schon. Gibt's hier was Neues? Nö. Wann hat Maru denn Geburtstag? Kann ich irgendwie nach vorne irgendwie schauen? Nö. Aber die hat sie noch nicht Geburtstag. Das heißt, sie wird bald haben. Maru, wo bist du? Maru, ich will jetzt zu dir. Es kann doch nicht so schwer sein. Ich gebe dir sogar ein Bi hier. Du bist nicht Maru. Du bist zu jung dafür. So, lasst uns folgenden Hashtag verbreiten. Hashtag wo ist Maru? Ne, Hashtag find Maru. Finde ich gut. So, jetzt soll sie ja auf dem Weg zur Kneipe sein. Vielleicht kann ich sie auf dem Weg abklatschen, irgendwie so. Klatschen. Vielleicht treffe ich sie ja und sehe sie dann so und sag: Oh, hi Maru, was für ein Zufall. Möchtest du eine saftige Erdbeere von mir? Frisch gezüchtet. Vielleicht ist das hier auch das Labor. Ne, da kann man nicht rein. Okay. Hallo? Jetzt ist da Demetrius. Maru ist hier nirgendwo. Okay. Vielleicht ist sie jetzt schon in der Kneipe. Vielleicht kann sie sich teleportieren. Man weiß es nicht. Ich habe die Seite noch offen.
Ach so, das ist für jeden Tag unterschiedlich und ich habe bei Monday geschaut. Okay, wir haben ja First Day, also Donnerstag. Working at Tavis Clinic as a nurse. Ach so, okay, bis 16:45 Uhr. Das ist jeden Tag unterschiedlich. Sag das doch. Ich habe hier für Montag geschaut, weil das ganz oben war. Verdammt. Okay, in der Klinik. In der Klinik, in der Klinik, in der Klinik. Klinik. Jetzt geht's aber los hier in der Klinik. Okay. Vielleicht sind da Erdbeeren ja erwünscht. Glaube ich zwar nicht, aber ich schenke trotzdem was. Meine Liebe ist so groß. Ich schenke ihr auf der Arbeit sogar was. Bist du. Maru! Ich habe vor, diesen Sommer viel Zeit mit meinem Teleskop zu verbringen. Oder mit dieser Erdbeere. Nein! Ist das. Oh wow, Schossel! Das haut mich um! Schaut, die ist sympathisch, Leute. Ich rieche einfach, welche Person sympathisch ist oder welche nicht. Es läuft. Ich kann ihr jetzt einfach jeden Tag so eine gammelige Erdbeere von mir schenken und bäm, sie liebt mich und will mich heiraten und alles wird verrückt. Ja, das habe ich so geplant. Okay, was machen wir jetzt? Wir könnten weiterhin Scheiße entfernen. Ich glaube, das mache ich auch. Weil es halt einfach, ja, es ist nötig, wisst ihr? Der sieht ja schon ganz sauber hier eigentlich aus, muss man behaupten. Und hier auch so langsam, wobei ich würde doch hier noch ein bisschen mehr weg haben, muss ich gestehen. Das geht durchaus besser. Hallo? So, das hier einmal, das hier einmal. Dann die Steine. Hier, hier. Hier ist so ein Holzteil. Hallo, dankeschön. Hier zweimal Holz. Hallo, was machst du denn jetzt? Hier Holz, hier noch einmal. Alter, hier noch einmal Stein. So, dann hier ganz viel Buschzeug, das kann man weg. Hier ein Baum. Und dann sieht es schon ein bisschen angenehmer aus. Dann müssen wir hier noch da oben drei Bäume entfernen und dann ist die Energie wahrscheinlich weg. Lalalala. Komm schon. Und gleich nochmal, weil es so viel Spaß gemacht hat. Wunderbar. Hallo, Dankeschön. Sieben, da geht noch was. Zwei, da geht immer noch was. Jetzt geht nichts mehr. Wobei doch, da geht noch was. Und zwar das hier. Es geht immer noch was. Oha. Da kommt der Stein muss weg. Und der Stein. So, jetzt geht nichts mehr. Och nö. Also gestern oder vorgestern ging es noch mit null Energie. Da konnte ich noch nach Hause normal laufen. Das Spiel cheatet. Och Mann. Was mache ich denn? Okay, von den neuen Inventarplätzen haben wir bisher noch keinen Gebrauch gemacht, aber muss ja auch nicht immer sofort sein. Wieso läuft der Ofen? Das ist zu heiß hier drin. So, gute Nacht. Es regnet! Geil! It's raining! Oha, und das ist gewachsen alles. Okay, da werde ich jetzt nichts Neues mehr pflanzen, weil das wird nichts mehr im Frühling, das wisst ihr. Ich habe kaum Energie, verdammt. Ich wollte jetzt eigentlich in die Mine gehen wegen dem Regen, aber nö. Ja, toll. Super.
So, ja, hier haben wir Erdbeeren für Maru. Perfekt. So. Oh, das ist jetzt kacke. Ich kann ihr auch eine richtig gute Erdbeere geben. Vielleicht freut sie das noch mehr. Wir schauen mal. Wir testen das Ganze. Wobei, ja, die behalte ich auch, genau. Und die Pastinaken können verkauft werden. Das kommt auch alles rein. Okay. Ne, die zwei esse ich. Dann kann ich trotzdem noch in die Mine gehen. Ich bin clever. Die nehme ich auch noch mit. Man weiß ja nie. Ja, kommt die auch noch. Dann sind wir sicher. Und ich meine, muss ja nicht alles essen. Ich habe ja genug Platz. So. Maru, du bekommst dann diese Erdbeere hier. Ich mache die mal ganz hier hin. Dann weiß ich genau, welche ich ihr schenken wollte. So, jetzt muss ich wieder schauen. Wir haben heute Freitag. Das heißt, am Freitag ist er bis 9 Uhr im Bett. Und dann ab 10.20 Uhr im Labor. 10.20 Uhr. Gut, wie verbringe ich jetzt die Zeit? Indem ich schon mal hier ein bisschen Lauch esse. Dann habe ich mehr Platz im Inventar und mehr Energie. Schon bevor ich da bin. Ist ja auch nicht schlecht. So. Perfekt. Das Zeug habe ich verkauft. Dann kann ich eigentlich jetzt schon mal mich auf den Weg machen. Ja, das passt so. Und hoffen, dass ich dann bis 10.20 Uhr da bin. Ich werde wahrscheinlich schon 3 Stunden zu früh da sein. Egal. Dann bin ich halt der gruselige Stalker. Ist mir auch Wumpe. Ist mir Wumpe. Wumpe. Cooles Wort, oder? Hashtag Wumpe in die Kommentare, bitte. Nee, bitte nicht. Das, nee, muss nicht sein. Okay, 3 Stunden noch. Cool. Ah. Dann besuche ich halt den Obdachlosen. Vielleicht ist der für mich da, wenn man ihn braucht. Ey, Penner, bist du da? Wenn bei dem verschlossen ist, dann wär's traurig. Hallo? Nee. Moin. Wammerigen ist auch eine schöne Art, um sauber zu werden. Okay. Tschüss. Wäre lustig, wenn man den Obdachlosen heiraten könnte. Also man kann in dem Spiel ja als Mann auch andere Männer heiraten oder als Frau andere Frauen. So, ja, ist auch homosexuelle Hochzeit. Geht hier, finde ich auch gut. Aber ich glaube, so einen alten Obdachlosen kann man nicht heiraten. Man kann nur bestimmte Leute heiraten, so viel weiß ich. Ich glaube den Obdachlosen nicht. Das wäre zumindest irgendwie komisch. Weil, naja, es ist ein Obdachloser. Und der verhält sich auch etwas strange. So, wir warten noch ein bisschen, bis Maru da ist. Und dann geht's los. So, die Haustür sollte schon mal offen sein. Geh rein, sie ist offen, wunderbar. Demetrius liest die aktuelle Bild-Zeitung. Wer wohnt hier? Robin oder Demetrius? Muss ich mit befreundet sein. Maru! Klopf, klopf. Ich bin's, Maru. Hallöchen. Dein Freund ist da. Maru, ich bin's. Maru, dein Freund. Ah, da kommt sie auch schon. So, und du kriegst... Oh. Maru, ich hab ne geile, fette, saftige Erdbeere für dich. Da spritzt das Erdbeerwasser schon so raus. Hammergeil. Du willst sie auch haben. Geh raus. 10 Uhr... Moment. Habe ich wieder was falsch gelesen? Wir haben Freitag. Wir haben Freitag, 10.20 Uhr in der Früh, Lab. Also Labor. Ja. Und sie steht gerade einfach nur beim Schrank. Schwester. Hallo, geht's noch? Als ob die jetzt nicht kommt. Maru! Ich warte auf dich! Ich warte noch bis 11.20 Uhr, aber dann ist hier Schicht im Schacht.
Komm doch, wir haben 11 Uhr. Ich warte schon fast 4 Stunden auf dich. Ich will doch nur meine Erdbeere dir schenken. Mehr möchte ich nichts. Bitte, Maru. Bitte. Ich flehe dich an. Sie kommt nicht. Okay, tschüss. Wird mir dann auch zu lächerlich. So verliebt bin ich auch nicht. So, ich möchte in der Mine eigentlich 5 Stockwerke. Das ist so mein Ziel. Vielleicht schaffen wir sogar 10, ich bezweifle es, aber 5 wäre eigentlich so ein Ziel, das wäre okay. Wenn wir irgendwie bis, sagen wir 17 Uhr, die 5 Stockwerke haben und ich noch viel Energie habe und viel Essen, dann kann ich auch weitere 5 wagen, aber wenn es später als 17 Uhr ist, mache ich es nicht. So. Okay, das ging schnell. Wir haben den roten Pilz, wieso auch nicht. Harz. Nichts. Ist hier wieder so ein Teil. Jopp, natürlich. Okay. Der ist weg und das sieht ja relativ easy hier aus. Kein Gegner, wenig Platz. Das sieht ganz angenehm aus. Ich hoffe, ich finde hier schnell einen Weg nach unten, damit ich schon mal ein zusätzliches Stockwerk habe. Ich glaube, mit dem Schwert kostet das keine Energie, oder? Nein. Okay, das ist praktisch. Muss ich mir merken. Nein! Kommt schon, ich bin hier fast draußen. Fickt euch ins Knie. Alter, jetzt kommt wieder die Kacke, ey. Habe ich gar keine Lust drauf, ganz ehrlich, ne? Alter, jetzt übertreibt doch nicht! Oh, ich kann nach unten. Puh. Glück gehabt. Oh Gott. Ich hasse das. Es ist so unnötig. Es ist einfach nur unnötig. So. Wie wäre es, wenn du mir zeigst, wie ich nach unten komme? Liebes Spiel, das fände ich sehr angenehm tatsächlich. Denn ich möchte bis 17 Uhr eigentlich schon die nächste Etage dann erreichen. Also 25 erreicht haben. Dann könnte ich nämlich relativ früh wäre ich dann da schon und ich könnte die nächsten 5 Etagen erreichen. Wie heißt es denn genau? Ebenen, genau. Alter. Dich noch, du bist ja easy. Okay, so. Ah, das Kackteil wieder. Erdkristall, cool. Nein, du, als ob hier so viele sind. Du wirst nicht grün. Sehr gut. Du auch nicht. Du... Verdammt. Das wird ein Spaß. Bam. 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 Okay, das ging noch. Dennoch, ich hasse diese Fliegen. Auch in echt, aber hier im Spiel sind sie noch viel lästiger. So. Oh, dich habe ich vergessen. Komm doch. Nein! Okay. Oh. schön. Das hätte ich nicht erwartet, aber das freut mich. Sehr gut. 24, 16.40 Uhr, das wird sehr knapp. Ich denke, wir werden es trotzdem probieren. Wenn es jetzt nicht später als 18 Uhr wird, weil sonst haben wir keine Chance. Wir müssen nämlich bis 2 Uhr zu Hause sein, sonst haben wir ein fettes Problem, das wisst ihr. Wir haben es schon mal erlebt. Das muss nicht unbedingt sein. So, komm, vor 18 Uhr noch. Das ist schaffbar.
Zeig mir den Weg zur Ebene 25. Ah, zeig ihn mir doch. Wieso muss die... Ah, sehr gut. Okay. 18 Uhr. Perfekt. Wir sind in Ebene 25 angekommen. Und gehen direkt noch weiter runter. Sehr gut. Das lief ganz gut eigentlich. So, jetzt brauche ich ein bisschen Energie. Da mampfe ich jetzt ganz schnell Erdbeeren. Denn die Zeit ist dennoch noch ein Feind von uns, Leute. Ein Feind von uns. Wir hatten jetzt natürlich auch sehr viel Glück mit zwei Stockwerken, dass wir jetzt schon so früh hier sind. Dennoch, wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Wisst ihr, ich muss hier tatsächlich ein bisschen durchrushen. Wir sind im Zeitstress. Das kommt vielleicht noch nicht so rüber, aber wir haben schon am eigenen Leibe erfahren müssen. Und ich möchte eigentlich bis frühestens, was ist frühestens, aber ich fände es cool, wenn die um 0 draußen wären. Und das wird sehr schwer. So. Vor allem, wenn jetzt hier solche Etagen kommen, in denen man irgendwie eine Stunde rumgammelt und keinen Weg nach draußen findet. Wisst ihr, das ist sehr anstrengend immer. Ah, sehr gut. Okay, 26. Bisschen Steine kann man auch mal mitnehmen. Ach nee. Okay, hier werden wir 2-3 Stunden beschäftigt sein. Punkt. 100 pro. So, dich kill ich auch noch. Sehr gut. Und jetzt hier alle einfach auf einmal am besten treffen irgendwie. Okay. Das lief sehr gut, tatsächlich. So, ich hoffe, die Ebene ist nicht so groß, damit wir möglichst schnell einen Weg nach unten finden. Ah, die ist groß. Verdammt, das ist nicht gut. Große Ebenen sind immer schlecht, wenn man schnell nach unten möchte. Wir sind halt auch erst in Ebene 26. Wir haben jetzt in 2,5 Stunden gerade mal eine geschafft, wisst ihr. Wenn das so weitergeht, wird das nichts und dann war das hier umsonst. Das fände ich sehr, sehr schade. Wieder nichts. Verdammt, verdammt, verdammt. Hätten wir nicht so lange auf Maru gewartet, Leute. Hätten wir nicht so lange auf sie gewartet, dann wäre hier einiges besser. Oh, sorry, das tut mir leid. Nee, eigentlich nicht. Jetzt raubt uns hier auch noch die letzte Zeit. Oh Mann. Kommt schon, Leute. Nichts, das kann doch nicht sein. Ach, jetzt kommt auch noch die Ficke hier. Komm, verpiss dich, ich habe keine Zeit für dich. So, kommen jetzt hier die silbernen Essen, weil die bringen mehr Energie in kürzerer Zeit ein. Die brauche ich jetzt leider, die Energie. So, und hier weiter. Kann doch nicht sein, als ob es hier keinen scheiß Ausgang nach unten gibt. Wollt ihr mich verarschen? Nichts! Na endlich! So. Jetzt kommt auch noch die Kacke hier. Ist ja nicht so, als würde der extrem lang brauchen, bis er mal tot ist. Danke. So. Okay. Wieder so eine riesige Ebene. Alter. Stress. Okay, das sieht alles sehr crazy hier aus. Das ging schnell, sehr gut. Hier können wir schnell sehr viel aufdecken, das finde ich auch gut, aber nichts nach unten. Verdammt, das gefällt mir wieder weniger gut. Jetzt dürfen wir hier wieder ja, blind rumgraben, toll. Ich bin im Zeitdruck, wir haben noch 2,5 Stunden und müssen noch 3 Etagen nach unten kommen. Geiler Scheiß. Die Fliege ist immerhin weg. Sehr gut. Okay, was haben wir hier? Ich weiß es nicht. Das hätte ich ganz gern dann doch eigentlich. Okay, wieder ein Amethyst. So, komm nach unten, nach unten, nach unten. Wir müssen nach unten. 2 Stockwerke noch. 2 Stunden. Das wird verdammt knapp. Er schläft schon ein. Fick die Henne. Jetzt brauchen wir Glück. Ich will es schaffen. Ich will das schaffen.
Vielleicht ist hier der Weg sogar nach unten schon frei. Nein, ist er nicht. Hier irgendwo auch nichts. Verdammt. Ah, wie, dann sind wir erst in 29. Wisst ihr, Leute, wir müssen dann nochmal 2 Stockwerke. Verdammt, verdammt, verdammt. Es wird doch alles nichts. So, ob wir das jetzt nicht schaffen. Es war eigentlich so gut am Anfang. Also jetzt nicht mega gut, aber es war okay. Ah Gott, jetzt mach halt die scheiß Steine kaputt. Ja, wir finden es nichts. Eine Stunde noch. Es wird nichts. Ich muss jetzt nach Hause gehen, Leute. Ich meine, der Heimweg dauert auch eine Stunde oder so. Es wird nichts mehr. Nope. Wir müssen jetzt schnell nach Hause, sonst klappt alles nicht mehr. Wie ging's hier raus? Wie ging's hier raus? Jetzt bin ich hier, okay. Komm nach oben, Mine verlassen. 40 Minuten noch, um nach Hause zu kommen. Okay, jetzt ganz schnell. Ganz schnell. Kürzester Weg. Den müssen wir jetzt nehmen. Gut gedeutscht, ich weiß. Aber ich kann jetzt nicht mehr klar denken. Fuck. 20 Minuten. 10 Minuten. 10 Minuten. Jetzt pennt er ein. Scheiße! Hofarbeit Stufe 4. Toll, Gießkanneffektivität. Hackeneffektivität. Eisenzaun. Einmachgefäß. Okay, cool. Hydrogel. Immerhin gut Kohle verdient. Ist ja schon mal ein bisschen was, aber... So. Tschüss!